Kerbal Space Programm Teil 16. Ich würde mal sagen, zur Abwechslung arbeiten wir mal unsere Missionen ab. Plan Flag on Minmus. Wollen wir zu Minmus fliegen? Surface Outpost on the Moon. Eine kleine Mission zu. Ach, bei Moon waren wir schon die ganze Zeit gewesen. Kemney, du bist dran. Eine ruhige, entspannte und vor allem problemlose Mission. Einmal rund um Kerbel. Dazu suchen wir uns einen unserer älteren Flieger raus. Und zwar Kerbel Katapult Nummer 4. Hallo, schön dich mal wiederzusehen. Das sind die Anfänge der Kerbel. Der körbelesischen Raumfahrt. Genau, körbelesische Raumfahrt. So, für diese Mission, die brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Dafür brauchen wir einen Piloten, nämlich den. Und wenn wir schon mal auf dem Weg sind, halt, dann nehmen wir auch gleich mal. Also. Den hier mit. Okay. Klappe zu. Das war's. Und außen können wir eigentlich noch den ranhängen. Dann können wir nämlich damit auch noch ein paar Science abgreifen. Passt. Aber ich bin ein bisschen misstrauisch. Ich glaube, das war ein ziemliches Gewobbel. Das heißt, wir werden den ganzen Laden nochmal etwas stabilisieren. Sieht gut aus. Nehmen wir. Okay. Jab, raus da. Kemney, du bist dran. So, und das Ganze ist jetzt schon Kerbal Katapult 4C. Launch. Quatsch, umgekehrt. Safe, Launch. So rum. So. Alles klar, Kemney? Dann SAS an. Planeten zurechtdrehen. So. Und klar machen zum Start. Dein großer Moment. Feuer frei. Wow, geht die ab. Und da steigst du in den Himmel. Ist das Schweif hier auch so beeindruckend? Oh, geht. Also dieses Solid Fuel hat richtig was drauf. Ups, ist ja schon vorbei. Das wäre jetzt ein Spaß gewesen. Aus Übermut den Start versaut. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. So. Aber jetzt sieht es nach einem Routinestart aus. Der aber ganz schön in den Treibstoff geht. Wir müssen ja gleich schon wieder stagen.
sind erst auf 30 Kilometer Höhe. Na gut. Dann müssen wir jetzt aber ein Stück nach oben. Weil ein Orbit da unten bringt uns nicht viel. Ja, jetzt los. 40. Da hat's aber einer. Atmosphärikanalyse. Nehmen wir mit. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht zu sehr... Ach, klappt doch. Passt. Na wunderbar. Jetzt fliegen wir mal in aller Ruhe bis zum... Wow, ist ja wieder schief geworden. Jetzt haben wir einen erwischt. So, sehr gut. Sind wir über Land? Jetzt nicht mehr. Aber wir sind jetzt an der Apoapsis und brennen uns jetzt unseren lustigen Orbit raus. Zack, das war's. Und schon blinkt es da oben. Orbit around Kerbet für 4000 completed. Suborbital für 4000 completed. Ein bisschen wenig Geld. Aber dafür haben wir noch die andere Mission gehabt, also letztendlich rechnet sich das. Dann gucken wir mal. Da ist Land. Das heißt, lass uns mal dahin warpen. Und lass uns hier mal einen Atmosphärentest machen. Wir sind außerhalb der Atmosphäre, du Idiot. Danke. Gut. Dann war's das eigentlich schon. Wir haben genug Land vor uns. Das heißt, wir gehen mal retrograde. Und Feuer frei. Schon geht es zurück in die Atmosphäre. Jetzt drehen wir uns mal zur Seite. Werfen unseren Tank weg und drehen uns wieder nach vorn. Sehr gut. So, jetzt müssen wir bloß noch warten.
dass wir etwas warpen. So, unser einziger Treibstoff dürfte jetzt noch sein Electric Charge. Na komm, noch ein Stück vor. Jetzt geht's rein. Run. Store. Collect. Danke. Dafür habe ich das Ding nämlich mitgenommen, dass wir jetzt hier beim Abstieg in jeder Schicht einen lustigen Test machen können. Weil jetzt kann ich nicht storen. Doch. Grasland, neues Biom. Jetzt haben wir schon 3 Daten. Sehr gut. Vielleicht ist hier schon das nächste Biom. Oh, jetzt kommt der Wiedereintritt. One Atmospheric Test. Badlands. Collect. Will er nicht. Haben wir schon. Oh, jetzt wird's aber heiß. Kilometer. Aber über den Highlands, jawohl. Store it. Danke. Schon 4. Mal. Nochmal Badlands. Haben wir nicht. So, jetzt kommen wir aber in die mittlere Atmosphäre. Das heißt, hier können wir auch einen Test machen, den wir storen können. Danke. Die öffnen wir bei 3000. So. Kerbin's Highlands. Eben waren es die Badlands, war? Nein. Kerbin Mountains. Collecten. Jawohl. So. Run. Kerbin Mountains hatten wir bereits. Ach so, wir sind ja schon in der nächsten Atmosphärenschicht. Dann Kerbal Mountains. Collect. Nein, will er nicht. Nee, will er nicht. Kerbal Mountains sind schon already. Machen wir noch einen Test, testweise. Nee, hat er nicht. Gut, dann war es das eigentlich schon. Wir können jetzt so ganz entspannt... Ja, Cam, nee. Guck dich so ernst. Du hast viel Geld bezahlt für den Trip. Das ist dein großer Moment. Oh, wir sind ja schon auf 3000 runter. Warum gucken die immer so ernst bei der Landung? Das ist der sicherste Augenblick, den es gibt. Run Atmosphere Analysis. Flying over Kerbal Mountains hatten wir bereits. Na gut. Dann lass uns... Oh, wir sind schon bei 5 Meter, da brauchen wir den Hauptschirm gar nicht.
Dann brauchen wir den Hauptschirm ja gar nicht. Das klingt gut. Why flying over Kerbal Mountains? Ja, ja. Kennen wir. Gut, dann würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen Gas. Noch 2000 Meter. Oh, warte mal, wenn das hier Mountains heißt, dann sollten wir wahrscheinlich nicht warten, bis wir auf Null sind, sondern wieder zurückgehen. Kann man hier nochmal einen Test machen? Nein. While flying. Gut. Ah ja, wir sind hier 1800 Meter hoch. Jetzt machen wir den Test nämlich nochmal gelandet in den Mountains. Und Touchdown. Danke. Run Atmospheric Test. Atmosphere Analysis from Kerbal Mountains. Danke. Und du lass uns mal hier vorne aufmachen. Wir haben dann nämlich noch ein Log Data. Danke. Ist zwar doppelt gemoppelt, aber so, das war's. Recover Vessel. Der Flug ist erfolgreich erledigt. 112 Science geerntet. Na, dafür hat es sich doch gelohnt. Was haben wir denn hier? Upper Atmosphäre, über Wasser, Badland, Grasland, Upper Atmosphäre in Highlands. Flying over Kerbal Mountains, Highlands, Mountains, nochmal Mountains. Next. Unser Geld natürlich mit einem unbeschädigten Hauptschirm. Und Kemny, ich hoffe, der Flug hat dir gefallen. Da kriegst du noch deine zwei Ehrensterne. Danke für dein Geld und Tschüssikowski. Wieder eine Mission erfolgreich abgehakt. Dann lass uns jetzt mal unseren Standard nehmen. Space Station. Ich habe ja schon mal versucht, diese Space Station in eine Mondumlaufbahn zu bringen. Keine Chance. Transmit Science. Danke. Level Up Crew gibt's nicht. Gut. Naja, 11 Science. Die sollen wir hier weiter rumbraten. Weil das Problem ist, das wobbelt alles zu sehr. Also, wir kriegen diese Crew-Report. It's very round. Ja, du mich auch mal. Gut. Also können wir hier nicht viel machen. Wir kriegen diese Raumstation hier nicht in eine Mondumlaufbahn. Weil ich habe überlegt, je weiter wir weg sind, umso mehr Science müssten sie ja generieren. Aber ich glaube, dazu müssten wir dann eine eigene Raumstation basteln. Apropos Raumstation basteln. Quatsch. Hier will ich doch gar nicht hin. Gott, hier muss ich auch mal wieder aufräumen. Archibald's Wreck. Nein, speichern wollte ich auch nicht. Ja, was machen wir jetzt? Erstmal gucken, ob es was Neues gibt. Vier Touristen. Land on Minmus. Land on Minmus. Orbit around. Ja klar, Minmus und Moon. Du mich auch mal. Ach ja, stimmt, der Sentinel. Ich bin am Überlegen, ob ich diese Mission mit einer neuen Sentinel Drohne mache und sie diesmal von hier schicke. Ich bin immer noch am Überlegen. Wie lange haben wir Zeit dafür?
39 Jahre. Ich mach sie. Ich mach sie. Aber erstmal gucken wir uns mal unsere alte Sentinel an. Weil wir hatten doch so eine Sonnen... Solar Explorer 1. Genau. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten die doch ein Science Labor bei. Genau. Und haben kaum Science gemacht. Warum macht ihr keine Science? Strom habt ihr. Researchen tut ihr auch. Und ihr macht 1,4 Science am Tag. Ah ja. Egal. Was haben wir denn hier fertig? Ach so, genau. 24.000. Gut. Dann soll es so sein. So. Die zweite Solarstation. Und zwar habe ich mir überlegt, wir schicken von hier eine eigene Sonde, weil die dort kann ja Duna machen. Und wenn wir jetzt in so eine andere Umlaufbahn gehen, dann kann die wohl einen anderen Planeten beobachten. Das heißt, wir brauchen eine Sonde, die mehrfach die Umlaufbahn ändern kann. OPQRS, dazu nehmen wir unseren Solar Explorer. Wow, ein Monster. Da ist er. Genau. Und pflücken jetzt einfach alles hier ab. Close. Dazu machen wir das ab. Machen die drei ab. Genau. Den Sentinel da oben lassen wir. Ja, blöd. Theoretisch würde uns doch hier so eine Hex reichen. Das war's. Wie macht man das hier? Wie kriege ich jetzt die Hauptantriebseinheit? Doch. So. Geht doch. Passt. Du kriegst jetzt da noch einen zusätzlichen Tank drunter und der wird mit Solarzellen vollgestopft. Alles klar. So. Und damit es hier oben noch ein bisschen was wird. Sieht doch gut aus. So lasse ich's. Das ist Solar Explorer 2. Klingt gut.
Der hat jetzt die Aufgabe, die Mission zu erfüllen. Das heißt, er muss in einen ganz anderen Orbit fliegen. Und wenn er die Mission erfüllt hat, dann schickt man ihn in den nächsten Orbit. Weil dadurch, dass ihm jetzt hier oben auch massenhaft an Gewicht fehlt, im Vergleich zu dem anderen Labor vorhin, müsste ihm ja eigentlich eine Menge Treibstoff übrig bleiben. Und das heißt für uns, wir launchen das Ding jetzt. So wie es ist. Kosten tut uns das 185.000. Und wir wollen damit den hier machen. 185.000. Mal gucken, was uns die Mission einbringt. Wow. Map 13 Asteroid. Ho! 250.000. Lohnt sich. Gut. Und 6 Science kriegen wir noch. Können wir eigentlich noch Science-Experimente mitschicken? Mensch! Richtig! Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir brauchen ja noch eine Antenne. Wir brauchen ja noch eine Antenne da dran. Wupp! Komm, zeig mal. Was kannst du hier? Relaisantenne brauche ich nicht. Die macht. Ach so. Zwei mit pro Package, 5.700 Mits die Sekunde. Brauchst 68. Die braucht nur 51 und macht 5.700. Warte. Die macht 20 Mits? Electric Charge? Ach so, dann ist sie besser. Ach so, die macht 20 und die macht nur 5,7. Die macht 2,0. Braucht aber massig Strom. Okay. Oh, ist die groß. Sieht aber cool aus. Nein. Die werde ich mitnehmen. Und falls das Ding nicht funktioniert, die zieht massig Strom. Die verbraucht weniger Strom. Fupp. Alles klar. Gut, wir haben eine Antenne. Launch. Und Feuer frei. Gründlich durchgecheckt, steht sie da und wartet auf den Start. Wo sind wir? Da. Wow. So. SAS an. Quicksaving. Treibstoff an. Staging stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Erst die absprengen, dann die beiden und dann die beiden. Gut, das war's. Feuer frei. Nochmal mache ich diesen Fehler nicht.
mal wieder einen schönen Screenshot machen. So. Sieht doch toll aus. Wunderbar. Wow, sind wir schon weit oben. Okay. Zeit. Wie war das mit dem nochmal? Mache ich den Fehler nicht? Gravity Turn erst, wenn die Stufe ausgebrannt ist. So, Start. Alle bereit? Gut. Ho, böse Falle. Das hatten wir ja schon mal gehabt. Okay. Let's go. Quatsch, SRS an. Und Feuer frei. Herrlich. So, nochmal einen Blick auf die Mission werfen. Ab Sentinel. Na? Ab Sentinel an Bord haben wir. Reach den Orbit und map die Asteroiden. Okay. Wir reachen jetzt den Solar Orbit. Bin schon wieder viel zu schnell. Jetzt sind wir aus der untersten Luftschicht raus. Das heißt, wir können uns so langsam mal Gedanken machen, Zahn zuzulegen. Wobei das hier eigentlich mit Höhegewinn wenig bringt. Die zweite Stufe ist auch leer. Sehr gut. Wackel, wackel, wackel. Ja. Und jetzt gibt's Feuer. Und du beweg dich. Du schwerfälliges Ding hier. Langsam. Runter. Zack, zack, zack. Da ist die nächste. Ach, Körbelkatapult 5. Und jetzt sind wir doch so langsam aus der... Naja, wir sind noch in der obersten Luftschicht drin.
Aber wir gehen mal rein. Und Feuer frei. 28 Sekunden. Wir müssen mindestens auf 50 Kilometer kommen. Weil jetzt fängt irgendwann der Luftwiderstand wieder an. 27 Sekunden. Ja, klingt gut. 39 Kilometer Höhe, 40 Kilometer Höhe. 25 Sekunden. Was sagt eigentlich der Treibstoff? Jetzt sind wir wahrscheinlich schon rot glühend. Ja. Schlecht, schlecht, schlecht. Viel zu. Dreh dich. Nein. Fupp. Was? Jetzt schon? Wie hoch ist sie hier? 22, zu wenig. Lass uns da mal warpen. Nicht gut, nicht gut. Warpen tut er auch nicht. Wir sind noch nicht raus. Doch jetzt. Abbrechen. Warp hier und Feuer frei. Sehr gut. Abbrechen. Jetzt rede ich Prograde. Genau. Ja, ich hatte Reaction View mitnehmen sollen, so wie letztes Mal. So, wir sind Prograde. Na dann. Feuer frei. 95 Kilometer. Okay. Wir haben einen Orbit und adden ein Manöver. Schwupp. Hopsa, das war jetzt falsch. So. Gut. So, wir nehmen das Kleinste. Sun Periapsis 12 zu 13.
Und dann müssen wir von dort dann. So, was kriegen wir denn hier? 12 zu 13, da kommen wir nicht. Da kommen wir nicht runter. Außer wir versuchen es mal hier. Ja, da ist uns der Moon im Weg. Dreizehn zu 14. Ach, das ist doch wieder. Ja, da ist unser Moon im Weg. Wir müssen hier raus. Müssen den nehmen und haben dann 12 zu 13. Gut, machen wir. Und dann gehen wir von dort auf den Zehner. Einfach runter durch einen ganz einfachen Roman-Transfer. Wie lange müssen wir brennen? Eine Minute. Eine Minute brennen. Hallo. So. Und du wolltest dich jetzt zum Manöverpunkt drehen. Gott, sind wir heute schwerfällig. Oh. Ist aber schnell. Du kannst hier schon. Ah, siehst du? On a Solar Orbit. Ja, gut. Du drehst dich immer noch nicht, mein Freund. Mal ganz sanft nachhelfen. Mal gucken, wie weit das jetzt unsere Bahn beeinflusst hat. Nein. Alles noch wie gehabt. Gut. Dann kreisen wir aber bis daran. Mann, ist da schon reger Verkehr. Ich muss wirklich mal den ganzen Müll wegschmeißen.
Also 30 Sekunden vorher müssen wir anfangen mit Brennen. Wir können uns jetzt noch ein ganz klein wenig in die Zielmarkierung reindrehen. Haben wir noch Treibstoff? Ja. Oh, zu spät. Wir können gar nichts mehr machen. 30 Sekunden. Und Feuer frei. Bleib in deiner Nein, nicht ausbrechen. Volle Kanne. Ja, wunderbar. Wir wollen auf dem Bildschirm sehen. Da ist er. Okay, wir haben einen Solarorbit. Zwar wieder meilenweit überbrannt, aber wir haben einen. So. Jetzt werde ich aber erstmal hier den Laden ein bisschen ausbalancieren. Danke. Wie weit ist es denn bis da oben hin? Sieben Tage. Aber wir werden jetzt nicht eine ganze Woche rausdrehen. Da ist der Orbit, den wir gebrannt haben. 12 zu 14. Okay. Ach, hier ist der Duna Flyby. Der ist immer noch da. Und da muss doch auch irgendwo dieser designierte Tralala Orbit sein. Wie geht es eigentlich unser? Da ist der Solar Explorer. Wie geht es eigentlich dem Duna Flyby? Hier geht's top, wa? Hast du Experimente an Bord, die wir machen können? So, Mystery Goo will ich ja aufheben. Hier sind nur 8 Science. Vergiss es. Du machst bei Duna sicher mehr. Ich lasse das lieber mal offen, falls ich nochmal Zugriff drauf brauche. Alles klar. Du fliegst dahin. Moment mal. Hier ist doch der Orbit. Wollt ihr mich jetzt verscheißern? Solar Explorer 1 und... Jetzt gehen wir zur Tracking Station.
Solar Explorer 2. Fly. So. Du dummes Ding. Ja, Electric Charge ist okay. Jetzt lass hier mal diesen grünen. Natürlich nicht. Ach, wir müssen wahrscheinlich doch die Woche zu Ende fliegen. Ja, gut. Dann mach das mal. Schwupp. Danke. Na komm. So. Jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Wir sind ausgerichtet. Und das heißt, wir können in der nächsten Folge diese Periapsis hier aufnehmen, indem wir einfach von hier unseren Kreis verringern. Aber bis es soweit ist... Nein, Solar Explorer 2. Wirst du mal noch die restlichen Solarpaneele rausschmeißen? Und mal Nirduna. Ja. Die kannst du natürlich nicht senden. Gut. Dann war's das erstmal von hier aus. Apropos, wenn wir bei dem nicht Duna Flyby sind, sondern bei dem... Irgendwo hatten wir doch hier diesen Solar Explorer. Da. Switch to. Genau. Ihr. Logge mal wieder. Kannst du nicht. Habt ihr Science für mich? 11 Science. Ja, dann transmitte die mal. Weißt du was? Wir machen mal ein EVA. Und testen mal, wie das hier funktioniert. Damit. Restore das mal als Wissenschaftler. Observe es mal. 15 Science. Genau. Collect Data. Ja, remove die Data. Store Experiments. All Experiments dort. Danke. So. Und jetzt kannst du wieder rein. Und jetzt müsstet ihr theoretisch hier mehr Data haben. Ne, 87 waren es vorher auch, oder? Ach, Leute. Crew können wir natürlich nicht level uppen. Na gut. Dann forscht mal weiter an euren Quatsch rum. Mach mal Crew-Report. Bringt natürlich auch nichts. Haben wir noch andere Experimente hier drin? Nee. Wir haben nur das Ding. Ja, gut. Egal. Das machen wir dann in der nächsten Sendung. Quatsch, Sendung, Folge. Wir gehen also zurück zum Kerbal Space Center. Werfen noch einen Blick drauf. Wir haben mittlerweile 164 Science. Das klingt gut. Haben wir die Zeit doch? Ja. 164 Science. Das wären zum Beispiel der Universal Grabbing Unit. Das wären die Werner Engine. Oder das wären endlich mal die ganzen kleinen Triebwerke. Ja, die will ich haben. Die will ich haben. Aber egal. Ich würde sagen, für unsere nächsten großen Experimente holen wir uns mal die Werner Engine. Monoprop Tank. Fly-by-Wire Avionic Hop. Der ist gut. Research.
Gut. Das war's und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und see you later.